Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Salakon und heute habe ich euch mal wieder was komplett anderes mitgebracht. Nämlich einmal eine schniefende Nase, weshalb ich hier so näsele. Und das zweite ist ein LBX-Kit. LBX steht für Little Battlers Experience. Das habe ich mir übrigens wunderbar gemerkt und steht total nicht auf einem Monitor da an der Seite. Bandai bzw. Level 5 gab uns 2011 den Anime, das Spiel, den Manga und so weiter. Und erinnert mich sehr an die Bilddivers-Serie und ich habe mir jetzt die ersten 2, 3 Folgen angeschaut und Empfehlungen auch da wieder. Sehr lustig. Also wer auf die Bildfighter-Serie stand, der steht auch auf die kleinen Dinger. Kommen wir zum Kit. Ich würde sagen, circa zwischen HG, SD, irgendwie sowas. Sehr, sehr cool zu bauen, wenn man mal wieder zwischendurch was anderes machen will. Und insofern können wir mal in die Nahaufnahmen gehen und ich erzähle euch ein wenig über dieses Kit. Wie immer wenden wir uns als erstes der Box zu und die ist wunderschön gestaltet. War richtig so das Kaufargument für mich. Hier unten sehen wir schon das gute Modell. Was ganz lustig ist, der Ständer ist dabei. Das habe ich vorher gar nicht so berücksichtigt. Aber auch wieder ein sehr nettes Feature. Und ich meine, wir reden hier einfach mal über ein 10 bis 12 Euro Kit. Eine Sache, die ich euch nicht vorenthalten wollte und vernünftig zeigen wollte, und wie zeigt man besser als mit einem Zeigesakku, schaut euch mal den Runner genau an. Also wir haben wie bei immer das A, ne, für Runner A, aber wir haben auch noch kleine Gliedmaßen. Ja, also wir sehen hier Füße, eine Waffe und so weiter. Das sind einfach nochmal ja, kleine visuelle Hilfen, wie die Teile anzuordnen sind. Das wirklich einzige Manko an diesem Kit sind die Sticker. Also da weiß ich nicht ganz. Es ist halt wie so ein HG. Also Color Separation ist nicht da. Alles, was irgendwie anders ist, wird durch einen Sticker gemacht. Um das Paket abzurunden, stelle ich euch mal auch noch die Anleitung hier rein. Die ist nämlich ganz interessant. Die zeigt euch nämlich nicht nur, wie man das Kit zusammenbaut, sondern auch, was man noch daraus machen kann. Hier zum Beispiel sieht man, dass man noch 2 andere Modelle dazu kaufen kann und ein größeres bzw. ein Kitbash machen kann. Genug geschwafelt, schauen wir uns doch dieses wunderbare Modell an. Also, wie angekündigt, schaut euch mal den Stand an. Sehr interessant, imitiert so die Hörnchen, die er hat und ist komplett aus Clearparts. Hatte ich gar nicht erwartet, als ich auf die Box drauf geguckt habe und war halt auch wieder, wir reden hier, wie gesagt, über ein 10-Euro-Kit. Super, super Überraschung. Und genauso bin ich von diesen Beinen absolut überzeugt. Also diese, ja, High Heels mit Thrustern hinten. Die Gelenke sind sehr, ja, fragil, würde ich sagen. Also ich habe sie nicht wirklich auf irgendeine Belastung getestet. Sie halten einwandfrei, oder halten auch die größere Waffe in der Hand einwandfrei. Aber ich, würde jetzt nicht wirklich da einen Gaschenhammer oder weiß ich nicht was dem Kerl in die Hand geben. Aber was sie halt super machen, ist auf jeden Fall eine Gelenkigkeit zu geben. Also ich hatte absolut keine Probleme, dieses Ding zu posieren, wie und soweit ich wollte. Leider muss man in der Ansicht aber auch wieder sagen, achtet mal genau auf die Schultern, das Schwarz da drin sind leider Sticker. Oder zum Beispiel die Brust hat leider auch die Sticker dabei. Die Beine, die weißen Teile, das Schwarze auf dem weißen Beinschienen ist leider auch Sticker. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Leider sehr, sehr viel Color Separation mit Stickern gemacht. Aber wenn man da ein bisschen Mühe reinsteckt, glaube ich, sieht dieses Kit absolut nach dem Dreifachen des Wertes aus. Was man sich echt mitnehmen kann, ist, dass diese LBX-Kits Gunplus in nichts nachstehen. Natürlich dürfen wir sie nicht mit Naster Grades oder dergleichen vergleichen, sondern eher so, ja, in der SDHG-Richtung. Aber ich finde sie trotzdem richtig, richtig gut. Und wenn ihr gerade mal was sucht zum Kitbashen oder einfach mal Lust habt, was anderes zu bauen, die Designs sind einzigartig. Also der Harlekin sieht richtig geil aus. Es gibt noch so einen Wolf mit irgendwelchen Spikes, die Raketen sind. Und ich habe sogar gesehen, die können sich wiederum in noch größere Mechas reinsetzen. Wer da Spaß jetzt dran hat, empfehle ich es auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wie immer nächste Woche. Und vielleicht habe ich ja dann was sehr, sehr Großes parat. Bis dann.